Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Blatant Soul. Ja, wir sind hier im Dorf Jadestein angekommen. In der letzten Folge haben wir auch ein neues Outfit bekommen. Und ich bin jetzt dabei, hier so ein bisschen so die Quest alle anzunehmen. Und boah, also einige Quests habe ich schon angenommen für den Dungeon hier oben. Da gehen wir jetzt auch direkt mal rein. Ich hoffe, ich schaffe den auch. Ansonsten muss ich mal gucken, dass ich mir jemanden dazu hole, der mir hilft. Ich gucke jetzt einfach mal, ob wir das so hinkriegen. Weil der Dungeon ist hier nämlich grün. Gucken wir mal, ob hier zufällig einer langläuft. Hier, der hier zum Beispiel. Können wir dann direkt mal in die Gruppe einladen. Mal gucken. Nimmt er sie an? Nimmt er die Gruppeneinladung an? Ja, nein. Nein, ja. Ja, sieht ja nicht so aus, als würde er die Gruppeneinladung annehmen. Gucken wir mal, vielleicht nimmt er sie an. Gruppeneinladung gesendet. Ja, der nimmt die Gruppeneinladung an, dann gehen wir direkt mal zu zweit hier rein. So, schreiben wir direkt mal. Hi. Ja, dann geht das nämlich relativ fix, wenn man hier nämlich zu zweit durchstartet, läuft ja was. Der andere wollte ja nicht mit mir laufen, also suchen wir uns andere Freunde, die mit uns gehen. So einfach ist das. Geht ja relativ zügig. Viecher landen auch, sind auch ziemlich schnell down. Hier so eine gewisse Anzahl von diesen Nips töten. Zurzeit kommt man hier sehr, sehr schnell durch. Die platzen die Viecher wie nix. Alles nur grüne Lachen hier. Er hat sich den Flammenwerfer geholt, den sieht auch am Anfang der Instanz. Hier gibt es halt manchmal so ein paar kleine Spielsachen, die dann so im Dungeon rumliegen. Und halt gut benutzen kann für solche Sachen. Hat begonnen. So, hier ist jetzt der erste Boss. Das ist natürlich jetzt ziemlich entspannt, den Boss zu machen, weil ich schön auf Entfernung bleiben kann. Jetzt muss man halt so ein bisschen aufpassen. Das macht halt ziemlich starken AOE-Schaden auch. Na, nein. So, jetzt verlangsamen wir den wieder mal ein bisschen. So. So. Der kann natürlich seine Katze schön da drauf schicken. Natürlich auch seine Vorteile. Aber der ist zu zweit, ist er hier echt locker machbar. So läuft. Dann wollen wir mal die Kiste looten. Haben wir auf jeden Fall schon mal das Relikt. So, dann haben wir natürlich die Belohnung hier bekommen. Die können wir direkt mit der Maus abholen. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. So, jetzt haben wir schon mal ein Gift bekommen. Das wird auch noch von uns für uns wichtig sein. Zur Aufwertung. Das Gift ist nämlich eigentlich relativ selten. So. Und jetzt können wir hier raus. Okay, die haben wir abgeschlossen. Passt. So.
Jetzt werde ich mich gleich noch dafür bedanken, dass er halt mitgelaufen ist. Und dann werde ich sagen, hau rein, mach's gut. Und dann hoffe ich, dass bei dem nächsten Dungeon auch wieder einer dabei ist, der mir halt da zur Seite steht. Aber da werden wir dann noch gucken. So. So, sagen wir erstmal tschüss. Gucken, ob noch was kommt von ihm. Dann werden wir jetzt mal verlassen. So. Wir können jetzt übers Wasser wandeln. Das haben wir in der letzten Folge gelernt. Das ist neu dazugekommen. Das heißt, wir springen quasi so ein bisschen so über die ganzen Dungeon halt so rüber. Ist halt relativ praktisch. Kann man sich übers Wasser bewegen. Da gibt es natürlich auch noch so Erfolge, die man halt machen kann. Muss man eben gucken. Ich glaube, ich habe noch irgendwelche Titel oder so. Muss man eben gucken. Wo waren denn die ganzen Titel? Ein unter K? Nein, K war das. Wo waren denn die Titel? Die Titel waren, glaube ich, unter... Genau, U. Unter U waren die Titel. Bonusangebote, Titel. Bis an die Spitze haben wir schon mal. Titel können wir schon mal unseren ersten Titel auswählen. Bis an die Spitze. So. So, nehmen wir jetzt hier mal die erste Quest an für den Dungeon. Ich kenne die ganzen Dinger ja schon so. Ich weiß, wo man die ganzen Quests halt annehmen kann. Welche halt wichtig sind und welche halt nicht so wichtig sind. Aber hier in dem Gebiet machen wir echt alles. Jetzt machen wir erstmal hier oben das Windwandeln. Das will er uns ja auch noch beibringen, der Alte hier oben. Und dann gucken wir mal. Nicht noch einer! Ich bin es leid, dass ihr Penner mich wegen der Drachenströme nervt. Steht auf meiner Stirn etwa Penner Wohlfahrt? Lasst das mit dem Dackelblick, kleiner Krieger. Ja, nun, ihr seht furchtbar aus. Im Ernst, als hätte euch das dunkle Reich ausgespuckt. Euer Chi fließt so gut wie ein zugefrorener See. Ihr seid völlig verstopft, meint ihr nicht? Tänzelnde Koki, ihr seid eine wandelnde Katastrophe. Aber wohl kein hoffnungsloser Fall. Immerhin seid ihr interessant. Ich weiß nicht mal, ob ihr einen Eisenochsen reiten oder in einem Drachenstrom reisen könnt. Ihr müsst es mir beweisen. Hört zu, ich werde das nur einmal sagen. Seht ihr den Stapel Feuerholz dort? Bringt ihn her und legt ihn auf meinen Haufen hier. Danach geht ihr zum See, holt etwas Wasser und füllt es in meinen Krug. Verstanden? Ich weiß, es ist eine Herausforderung für so ein schlichtes Gemüt, wie ihr es seid. Worauf wartet ihr? Steht auf und setzt ein Bein vor das andere. Und wehe, ihr schummelt. Ich habe bessere Augen, als ihr glaubt. An die Arbeit! Als ob man dafür dabei irgendwie schummeln könnte. So, wir holen jetzt einmal das Holz. Bringen das direkt mal wieder zurück. Legen das auf seinen Holzhaufen hier. So. Und als nächstes holen wir uns hier nochmal das Wasser, was er da braucht. Wie gesagt, ich weiß ja schon, wo das alles so ein bisschen liegt. So. Dann direkt mal wieder hier hoch. Und geben das Wasser auch noch ab. So. Oh, ihr könnt niedere Arbeiten erledigen. Eure Eltern wären stolz auf euch. Aber ich bin beeindruckt. Immerhin tragt ihr das Mal der Schwarzrose. Ihr hattet wohl Streit mit Jin So-Yun, was? Eins nach dem anderen. Erstmal müssen wir sicher sein, dass ihr nicht gleich tot umfallt. Euer Chi muss erst wieder in Wallung kommen. Still, Dummkopf! Meint ihr, einen Drachenstrom zu reiten wäre ein Kinderspiel? Er reißt euch in Stücke und spuckt euch einzeln wieder aus. Anders gesagt, mit so einem verderbten Chi wäre eine Reise im Drachenstrom ein Himmelfahrtskommando direkt ins Geisterreich. Aber heute ist euer Glückstag. Die 8 Meister sind gerade in der Gegend. Sie könnten euch auf den Weg der Erleuchtung führen, um euer Chi wieder in Fahrt zu bringen. Aber wo genau sie gerade sind? Ich bin alt und vergesslich. Vielleicht würde mir ein Schlückchen helfen. Ein schönes, großes Glas von dem harten Stoff. Ja. Südlich von Jadestein gibt es eine Höhle, die sich perfekt als Spirituosenlager eignet. Einer meiner hirnlosen Möchtegern-Schüler sollte mir eine Flasche holen, aber er kam nie zurück. Wenn er sich selbst bedient hat, dann tötet ihn. Gut, nicht töten.
aber verprügeln wäre gut. Wenigstens ein gebrochener Arm. Ihr holt mir auf jeden Fall eine Flasche und kommt dann zu mir in die Jadestein-Taverne. Geht schon. So, das war die zweite Quest für den Dungeon. Soweit, so gut. So, da hinten haben wir noch eine Quest abzugeben. Das machen wir natürlich jetzt auch direkt mal. Das müsste hier in dem Haus sein. Jawohl. Jetzt haben wir nämlich eine bestimmte Ausrüstung bekommen. Das war diese hier. Sieht ja schon ganz nett aus. Die müssen wir uns jetzt erstmal anziehen. Dadurch werden natürlich die Kaminlegionen zum Feind. Und dann können wir natürlich voll draufhauen. So. Jetzt haben wir da ein bisschen drauf umgekloppt. Jetzt können wir auch wieder die andere Rüstung anziehen. So. Dank. Okay. Die müssen wir natürlich wieder ausziehen, weil sonst haben wir nämlich hier ein Problem mit den ganzen anderen Leutchen, die hier rumspringen. Die sind schon ein bisschen hart. Wir können mal gucken, ob jetzt hier wieder einer reinläuft, den wir dann dazu verdammen, halt mit uns in die Gruppe zu gehen. Aber da scheint keiner zu kommen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr menschenleer aus. Ich versuche dann einfach mal alleine in den Dungeon zu gehen. Eine Feldquest hat begonnen. So. Und dann gucken wir mal, dass wir das vielleicht hier alleine rocken können. Oh, das sieht doch eigentlich ganz gut aus vom Schaden her. Dann müssen wir natürlich noch so ein paar Kühe sammeln. Den Stoff für den Alten, quasi. Klappen wir mal ein bisschen drauf rum hier. Es gibt ja immer, wenn man Levelaufstieg macht, hat man ja immer so ein paar neue Fertigkeiten, die halt dazukommen. So. Stab haben wir bekommen. Läuft ganz gut. Mal zusehen, dass wir hier die schnell down kriegen, die um den Kreis laufen. Sonst haben wir nämlich hier gleich drei Gegner vor uns stehen. So. Es läuft ja eigentlich besser als gedacht, muss ich ja mal echt sagen. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, es wird schwerer. Aber wenn ich dann manchmal doch täuschen kann. Das ist doch mal Astra. Da unten ist schon mal der erste Teil der Quest. Das müsste derjenige sein, der den Alk wohl geklaut hat, so wie ich das richtig verstanden habe. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen aufpassen. Ach, der ist schon tot. Okay. Nichts weiter. Ja, das ist auf jeden Fall der Trunkenbold. So, jetzt müssen wir natürlich noch ein paar Stäbe, glaube ich, farmen. Aber die bekommen, glaube ich, jetzt hier alle zusammen. Ach, der ist immer noch nicht tot, okay. So, was müssen wir denn hier machen? Was? Mystiker, okay. Da brauche ich auch noch ein paar von. Das ist nicht so ein Mystiker? Jawohl. Da müssen wir jetzt natürlich noch die Stäbe einsammeln. Das ist auch noch ein Mystiker.
Ah, läuft doch. Ich frage mich schon, wenn die kompletten Fertigkeiten halt freigeschaltet sind. Dann wird das hier auf jeden Fall eine lustige Nummer. So, da ist unser nächster Bossfight. Ich werde mir mal vorher aber noch ein Bällchen futtern. Damit ich voll live bin, weil ich weiß nämlich noch nicht, wie der Kampf gegen den aussehen wird. Ich bin ja das letzte Mal mit dem Blade Dancer halt reingekommen. Oh, wir haben hier noch eine Nachricht zu lesen. Achso, sammeln. Okay, das war nur ein Brief. So, dann wollen wir mal gucken. Ui. Müssen wir schon mal ein bisschen rumtänzeln. Dann natürlich ein bisschen mehr Leid. Langsam wieder ein bisschen Feuer drauf knallen. Oh, der geht aber relativ gut runter. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Schön Feuer runterlegen, damit ein bisschen warm am Popo wird hier. Schön langsam machen wieder. Ich habe mich mit dem Sword Dance, habe ich mich hier sowas von abgemüht, das Fenster zu kriegen. Und jetzt ist hier total easy Platz zu machen. Okay, das macht vielleicht auch die Spielerfahrung. Mittlerweile kann man das ja jetzt ein bisschen besser beherrschen hier. Oh, da habe ich mich kurz erwischt. Oh, jetzt wäre ich beinahe reingelaufen. Schön in einer Bewegung bleiben, in einer Bewegung bleiben. Da sind jetzt so kleine Spinneneier gedroppt, die natürlich jetzt gleich richtig böse werden. Ich habe mich erst kurz in meine wieder reingelegt. Der Gegner langsam schneller. Na, jetzt gleich liegt er schon. Jawohl. Aber noch ein kleiner. Gut, das war jetzt relativ einfach, den Platz zu machen. Jetzt haben wir wieder zwei nette Kisten bekommen. Ja, auch. So. Mal gucken, was wir in den Truhen drin haben. Wir haben ja Glück und es droppt nochmal so ein Gift. Bagua. Ja, den machen wir jetzt aber nicht auf. Was ist das? Versiegelter Seuchenschmuck. Das war, glaube ich, den wir brauchen zur Aufwertung. Wie solchen Schmuck, jawohl. Dann können wir den nämlich entsiegeln. Ich würde euch auch raten, immer nur die Sachen zu entsiegeln, die ihr auch wirklich braucht für die Klamotten. Weil sonst, ne, ist blöd. So, jetzt habt ihr auf jeden Fall schon mal, jetzt habe ich hier schon mal für die Kette. Boah, mein Auge. So, dann werden wir jetzt erstmal bei der Kette hier den Durchbruch machen. So, verstärken, opfern, aber natürlich opfern wir das. Am Durchbruch haben wir schon die nächste Stufe der Kette. Das ist natürlich schon mal richtig Bombe. Und so, was haben wir hier? Ohrring des Waldes. Gegenstand zur Opferung. Den können wir eigentlich da reintun. Aber den werden wir nicht brauchen. Gibt es nochmal Pluspunkte hier? Ein bisschen. Ne, das machen wir erstmal nicht. So. Vielleicht haben wir Glück und kriegen nochmal so einen Aufwertungsstein.
Das ist nämlich relativ cool. Die Aufwertungssteine machen das quasi komplett voll und so. Das ist eigentlich ganz cool. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal den Schmuck von der Kette haben wir schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Muss ich mal eben gucken. Wo gibt es denn die nächste Kette? Das müsste nämlich eigentlich auch hier stehen. So, die nächste Kette ist die Pestalschmuck. Der wird wahrscheinlich in der schwarzen Ramme sein. In die schwarze Ramme werde ich reingehen, wenn ich dann den Schlüssel habe. Den Schlüssel, den Ring habe. Weil dann kann ich den nämlich auch direkt da rausholen. Dann muss ich da nicht mehrmals rein. Oh, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr, um weiter zu. Das Wasser. So, ja, komm. So, dann springen wir über das Wasser rüber. Gut. Gehen wir jetzt erstmal nach vorne und geben jetzt erstmal unsere ganzen Quest ab hier. Inferno bekommen. Viele, viele neue Sachen. Das freut mich. Was hat sie jetzt hier? Auf zum Markt. Ja, komm, nehmen wir mal an. Das ist, glaube ich, nur eine normale Quest. Ah, ihr habt meinen Schnaps gefunden. Ein guter Jahrgang. Na endlich, komm zu Papa. Die acht Meister? Wer? Ach, diese acht Meister. Sie sind hier irgendwo. Meister, Meister. Mein alter Schädel will noch nicht so richtig. Zum Trinken braucht man schließlich auch etwas zu essen. Oh, ich weiß, wo sie sind. Nein, 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 doch nicht. Ich brauche Essen. Bringt mir Essen. Ich kriege Appetit, wenn ich es mit Hohlköpfen wie euch zu tun habe. Ja, auch noch frech werden hier. So ist es richtig. Sprecht mit dem alten Jum. Der hat ein Gesicht wie gegerbtes Leder und weiß, wo man Essen findet, das zu so einem feinen Schnaps passt. Zeit verschwenden? Dann geht und springt von einer Klippe. Lasst einen alten Mann hungern. Ist mir doch egal. So. Ich glaube, jetzt ist hier drin die nächste Quest, oder? Nee, da nicht. Der ist da vorne, das ist der Fischer, den wir jetzt brauchen. Dann haben wir hinten beim Haus noch eine Quest, die können wir nochmal eben abgeben. Weil ich habe schon mal zwei Punkte, die ich dann halt quasi verteilen kann. So. Ich kenne mich ja hier schon ein bisschen aus. Es geht alles ein bisschen flotter hier voran. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier durchlaufe. So, da vorne ist noch jemand. Und ich glaube, drin haben wir auch noch einen. Was will ich denn? Sprecht mit den Drachenhändler. Achso, den Markt. Achso, ich soll einmal den Markt öffnen. So. Einmal den Markt öffnen, wieder schließen. So. Ihr könnt den Markt auch mit was? Ihr könnt den Markt. Na komm. Mit der 5 öffnen. Ja, okay. Kann ich machen. So. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Jetzt gehen wir aber erstmal hier zu dem Typen. Der führt uns nämlich jetzt durch die komplette Stadt zu den ganzen Berufen. Ich dachte eigentlich, ich würde das schon in dieser Folge schaffen mit den Berufen, aber leider wird das erst beim nächsten Mal was. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, ne? Schaltet wieder ein, haut rein. Ciao!